Ja, und dann kommen wir jetzt zu dem Thema natürlich auch. Die Apple Vision Pro ist jetzt offiziell verfügbar in Amerika. Ich habe da jetzt eigentlich nur zwei oder drei Artikel reingeben. Einer ist from Wall Street From Wall Journal. Street Pro. From Wall Street Journal. Wer hat denn die schöneren Bilder? Die hat so. Ich finde, du musst da fast beide durchlesen oder Das anschauen. sind Also, drei. ich würde es fast. Ja, das dritte ist einfach nur eine Anwendung Ah, vom okay, passt schon. Kalender, wie die das umgesetzt haben. Ich finde das vom Wall Street Journal super, weil die hat einfach einmal einen kompletten Tag damit gemacht. Also, die hat halt wirklich einmal die Brille für alles aufgesetzt, wirklich für Ja, alles. 24 Stunden, glaube ich, war die Ja. damit unterwegs, ja. Ja. Und das von Verge finde ich auch Ja. super, weil die gehen halt auch wirklich auf die ganzen Schwächen im Moment noch ein. Wow. Ist relativ lang, also ist ein relativ langer Artikel. Aber was man halt so feststellt, ist, dass diese Durchlässigkeit und diese Avatare seien eher ein bisschen unter den Erwartungen. Also da hat Apple mehr versprochen. Also, dass da gegenüber die sieht, das schaut anscheinend eher creepy aus. Also halt das auf dem Display, diese Augen oder was das halt da immer sein. Auch die 3D-Avatare, die du von dir erstellen kannst, sind im Moment noch, ja, okay. Eher seltsam. Gewisse andere Funktionen seien super, also dass du halt so das quasi so im Raum die bewegen kannst. Es funktioniert am meisten, bis es halt dann nochmal nicht funktioniert, was passieren kann. Was ich da ziemlich lustig gefunden habe, da waren da ein paar so Videos, wo jemand in seiner Wohnung in unterschiedlichsten Räumlichkeiten diverse Apps abgelegt hat, am Kühlschrank zum Beispiel, Genau. die Einkaufsliste, in der Kochnische, was zum Kochen war, das die Rezepte-App, im Wohnzimmer einen großen Fernseher, am Schreibtisch das gespiegelte Mac-Monitor. Das finde ich von der Idee her schon mal ziemlich fett. Also das ist schon lässig. Aber da Klar, mache es ich mir geht. halt Sorgen, da muss ich mich auf die Suche begeben, wo habe ich denn die App abgelegt? Ja, Und gut, du ich kannst tue mir schon wahrscheinlich. mit Schlüssel schwer. Ach so, ja, wahrscheinlich kannst du dich erinnern lassen, auch wo es ist. Ja. Aber ja, es sind halt noch. Klar, es ist ein Erste-Generationen-Produkt. Ja, das. Wir haben es bei der Meta-Quest gesehen, wie sich die entwickelt hat. Das hat auch gedauert. Es ist eine Version 1. Es Es ist eine Version 1. ist eine Version 1, bisschen mehr wie ein Prototyp, der was jetzt draußen ist am Markt, um einfach mal zu schauen, wie wird es angenommen, was kann man, in welche Richtung kann man jetzt weitergehen. Ja, also Motion Sickness ist auch ein Thema bei den Dingen. Immer noch. Ja, das. Da hab ich eher gelesen, dass Motion Sickness kein Problem mehr sein soll. Na, das glaube ich war da in einem von den Artikeln da drinnen. Ah, Na. okay. Ja, das ist blöd. Ja, es bleibt natürlich Ding. Es bleibt ein Display. Ja, sicher. Du kannst die Realität nicht ausblenden oder die Wirklichkeit, wie sie halt ist. Aber ich schätze das Ding nach wie vor. Ich glaube, das wird im Entertainment-Bereich wird das wahrscheinlich eine sehr, sehr große Rolle einnehmen. Ich weiß es nicht. Ich tue mir so schwer, das einzuschätzen. Also, ich sag, ja, ich glaube, Casey Neistat hat da ein Video gemacht, wo er einen Tag in New York rumgegangen ist damit. Und er hat jetzt auch das so ähnlich gesehen, dass er halt sagt, es ist halt im Moment definitiv die schlechteste Version, die Apple von dem Produkt rausgebracht hat, weil das ist halt nächstes Jahr oder dann, wenn die nächste Generation kommt, schon viel besser. Aber du kannst halt echt überall alles machen. Also du kannst dann unterwegs quasi arbeiten, ich meine, wenn man das will. Ja, das, was ich gehört habe, Monitore oder sowas kannst du quasi nur einen nehmen, der Mac-Monitor, also so auf Multimonitor arbeiten geht noch nicht, dafür reicht die Leistung noch nicht aus. Nein, Das nein, ist das, das. wo ich gesehen hätte, das wird. Du kannst es mit Apps machen, du kannst deine Ja, genau, du kannst die Apps so neben dir hinlegen, gell? iOS, Vision OS Apps, die Ja. kannst du platzieren. Aber zum Beispiel von deinem Mac, also du kannst jetzt nicht dein Mac zukloppend auf die Seite legen oder aufkloppend auf die Seite legen und im Zug zum Beispiel auf
quasi drei Displays arbeiten oder sowas. Das geht nicht. Na, aber da Noch sage ich, nicht. dass Sigi, das war in den Casey Neistat Video, er hat sich die App so nebenan hingelegt und hat halt dann getippt. Im Moment kannst du natürlich auch unter Anführungszeichen kein Multitouch machen, sondern du musst mit einem Finger halt tippen auf der Tastatur, auf der Auf der digitalen. virtuellen, ja. Aber Ja. du kannst theoretisch ja auch auf dem MacBook tippen Richtig, das und geht das da. wird dir das MacBook-Display da rein projiziert. Du hast aber nicht die Möglichkeit, ein zweites oder ein drittes Display noch eine zu projizieren. Das ist quasi dein Mac drei Displays in die Brille Richtig. projiziert. Das geht nicht. Da hätte ich es eben gesehen, das als Arbeitsmittel. Als nicht Entertainment, sondern eher Arbeitsmittel. Ich Auf glaube, auf das kleinen wird. Raum mit vielen Displays arbeiten. Da habe ich halt Ich das Problem glaube, mit dem das Gewicht wird. und mit dem Licht und du willst das nicht die ganze Zeit aufhaben und du willst nicht die ganze Zeit nichts sehen und ich weiß, ich bin skeptisch. Sie werden das Beste draus Also, machen, aber was nicht. ich glaub, es wird zuerst der Entertainment-Faktor wird zuerst wahrscheinlich durchschlagen. Ich glaube einfach, Arbeit wird länger dauern. Also, ich glaube, es wird kommen, aber das wird nur dauern. Entertainment-Faktor ja, aber dann musst du auch Spiele bringen, weil Ja, Spiele ist Entertainment. ich bin mir sicher, dass da Filme, Spiele etc., da wird einiges passieren. Also, bin mal da, was ich da jetzt gesehen habe. Man, ich sag, ich würde auf das wetten, wenn ich müsste. Dass das so, da wird es einmal einen großen Ja. Durchbruch haben, weil, wenn man jetzt sonst das anschauen, beim Fernseher oder so in die Richtung, ist eigentlich nichts passiert seit Jahrzehnten. Das stimmt schon, ja. Also, das Ja, ist immer, zwischendrin hat es mal 3D gegeben. ja, das ist aber hat nicht wirklich Nein, durchgeschlagen. hat es nicht. Deswegen gibt es ja kaum noch. Also von den her muss ich sagen, ja, da Ja. ist das, was wir da jetzt haben, schon gut. Na, eh. Eh. Es ist. Das wäre einmal das. Wie gesagt, es ist einmal ein Prototyp. Die werden jetzt den Markt genau studieren und anschauen. Ui, okay. Die werden sich das jetzt einmal genau anschauen, wie und was und was die Möglichkeiten sind und was man machen kann. Ich finde, sie haben es ja bei iFixit haben sie einen ziemlich coolen Teardown auch noch gemacht von dem Teil und Apple. Apple macht schon große Ingenieurskunst, das muss man schon dazu sagen. Also Platinen sind drin gebogen, haben Rundungen, die sind perfekt eingepasst in diese Brille. Du, das Ding, es sind ja keine billigen Komponenten drin. Das Ding hat schon den Das Preis, weil das, ich war, also das ist schon klar, das ist sündhaft teuer, was da drinnen steckt. Jetzt abgesehen vom Akku, da ist der Akku. Also die Platinen sind Ich meine, zugeschnitten und lustig ist. gebogen, teilweise sind sie konkav. Wo haben sie denn da die Einzelteile? Oh Gott, das ist ein Elend. Schaut doch mal die gebogene Platine an. Ja, das Das ist. heißt, sind die Chips wahrscheinlich auch leicht gebogen, weil wenn die Platine schon gebogen ist, ich weiß nicht, wie sie es dann gemacht haben, aber. Das Teil ist auf engstem Raum vollgestopft mit total angepassten Komponenten in jeder Hinsicht. Da ist auf kleinstem Raum extrem hochwertige Technik verarbeitet. Natürlich trägt es sehr viel auch zum Preis bei. Der $3.500 ohne Ja, Steuer ist halt eine Ansage. es hat irgendjemand, ich weiß nicht, wo das drin gestanden ist, aber der hat das auch schon schön zusammengefasst. Irgendwie hat Apple was konstruiert für ein Problem, was sie sich selber geschaffen haben, aber nur sie damit haben lösen Ja, können können. genau. Also das scheint das Ding zu sein. Im Moment, ja, sagen niemals nie, versteht, das ist das. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, wie das iPhone angefangen hat, wie das iPad angefangen hat, Ja, klar. das iPad, wie die Apple Watch angefangen hat.
Das waren halt alles Produkte, die quasi nicht da waren. Und ich schätze, bis das halt in den Massenmarkt reinkommt, da vergehen schon noch etliche Jahre. Bei der genau, Apple Watch ist eigentlich eh das perfekte Beispiel. Die haben sich gedacht, okay, wir bauen jetzt eine Uhr. Und auch da war bei der ersten Apple Watch, da war eigentlich der Weg noch nicht wirklich absehbar, was es werden soll. Ja, Da genau. war eigentlich da war der Gedanke hinter der Apple Watch, vielleicht sogar, wir machen eigentlich nur so eine Art Lifestyle-Produkt mit ein paar coolen Funktionen. Richtig, Dass das die hat. Apple Watch aber dann jetzt eigentlich die Apple Watch ist jetzt zu dem geworden, was sie sich wahrscheinlich nicht erwartet haben, sondern die Apple Watch ist ein Notification Center. Das heißt, das Phone ist den ganzen Tag auf lautlos und die Apple Watch ist dein Notification Center und die Apple Watch ist dein Fitness Buddy. Die Apple Watch kann ich eigentlich hauptsächlich sagen, ist hauptsächlich auf Sport und Gesundheit gegangen. Genau. Also das Aber da. das war am Anfang absolut nicht absehbar. Am Anfang, bei der ersten Version war das nicht, es war nicht der Weg. Es war damals schon nicht der Weg. Damals war es, wir probieren das einmal und die erste Apple Watch, da war genau das. Wir probieren das einmal und wir schauen, was machen jetzt die App-Entwickler draus mit Richtig. den Möglichkeiten, die Apple Watch bietet. Genau, du verbesserst das Laufen. Genau, Das und ist, ich nachher meine. hat sich der Weg gezeigt, jetzt gehen wir Richtung Fitness und Richtung, die Apple Watch ist deine Zentrale für eingehende Nachrichten und ausgehende Nachrichten, sodass du dein Smartphone Ja. nicht immer zur Hand nehmen musst. Und bei der Vision Pro stellt sich für mich auch die Frage, das ist jetzt Version 1, jetzt war es noch keiner und wahrscheinlich auch Apple nicht, in welche Richtung das es geht. Ja, Wird ich das meine, jetzt Entertainment, während das jetzt Filme. ich Ich mein, glaube, sie wissen es auch nicht. Die ich mein, probieren jetzt. hardwaretechnisch wissen sie, was in 3 Jahren kommt. Das schon, aber sie von Funktion, also der schon nicht falsch verstehen, das wissen sie schon. Aber was die großen Verkaufsargumente sein werden, das weiß, glaube ich, auch Apple Na, jetzt noch nicht. das ist jetzt ein, jetzt wird halt damit umgespielt. Geht's? Jetzt dann kannst du probieren. Geht das jetzt in Entertainment? Geht das in Richtung Spiele? Geht das vielleicht auch sogar ein bisschen Richtung Fitness? Du, es ist alles denkbar. Also es ist Geht das Richtung Automotive? Keine Ahnung. Eher zu Businesskunden? Geht das generell zu Selbstständigen und Business als Arbeitsplatzgerät? Geht es es gibt vielleicht sogar zusätzlich noch in die Medizin? das ist auch denkbar. Also es gibt da ein breites Feld. Eben, ja. Und ich glaube, das weiß Apple selber noch nicht, in welche Richtung das geht. Deswegen warten wir mal ab. Also die ersten zwei Versionen kann man sich getrost mal schenken und dann weiß man eh, wie es ausschaut in ein paar Jahren. Ja, das ist richtig. Gut. Oh, das wird wieder eine lange Sendung, mein Herr. Also es ist vor allem, ich meine, es ist ja der Preis natürlich im Moment halt noch etwas abschreckend. Der ist nicht nur etwas abschreckend, der ist für mich, also in meinen Augen dürfte so ein Produkt maximal 1.500 € kosten. Dann wäre es interessant. Dann würde ich vielleicht mir überlegen, okay, schauen wir mal an. Aber 4.000 € ist einfach, 4.000 € ist ein gebrauchter Kleinwagen. Ja, vor allem das ist im Moment einfach nur. Man muss sagen, wie es ist, das ist zu teuer. Ja, zu teuer und du hast halt einfach noch nichts an Einsatz, nichts Großartiges an Einsatzmöglichkeiten, außer ein bisschen was zum Umexperimentieren und zum Umspielen.